didn't even get to run. Hey Freunde, wir haben hier mal den ersten Versuch, eine Raketenorgel nachzubauen. Wir haben hier 27 Raketen, alle von Weco, alles von gemischten Sets, alles durcheinander. Ich werde die jetzt noch verleiten und wenn ich das fertig habe, sehen wir uns dann auch gleich draußen zur Zündung. Dann schauen wir mal, wie das so funktioniert und wie das geht. Ich werde natürlich jetzt Tape Match benutzen, weil ich habe nichts Schnelleres da außer Tape Match. Denke ich mal, wird auch reichen. Also, wir sehen uns gleich draußen zur Weco Raketenorgel von Jalaco Roland. Bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, ich habe es ja schon angekündigt, beziehungsweise das ist sozusagen die Raketenorgel von mir. Das sind 27 Weco Raketen, alle mit Tape Match verbunden. Hier ist halt die Anzündung. Ne? Im Pappkarton und da drin ist noch eine Zwischenlage. In dem Karton, dass die Raketen auch kalt gerade rausschießen und sich nicht verkanten können. Wie gesagt, ich hatte einfach mal Lust, eine eigene Raketenorgel zu basteln, da mir die Raketenorgeln vom Funke für 80, 90 Euro natürlich auch ein bisschen zu teuer sind. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal diese Billig-Raketenorgel an. Alles mit stinknormalen Weco-Raketen, Plop-Raketen, Doppelschlag-Raketen, Burst-Raketen, Knalleffekt-Raketen, Schütt-Raketen. Ja, wie gesagt, dann schauen wir uns mal dieses lustige kleine etwas an. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung.